Er hatte heute gut lachen. Naldo ist zwar gegen Freiburg noch nicht im Kader, aber nach langer Verletzung endlich wieder fit. Tim Wiese hatte es heute besonders eilig, zum Training zu kommen. Der nächste Gegner steht zwar bis jetzt noch sieglos da, Werder konnte aber zuletzt gegen Leverkusen auch nicht überzeugen. Damit jetzt kein Negativtrend kommt, müssen 3 Punkte her. Ja, wir erwarten schon, dass wir das Spiel gewinnen. Ich denke, dass wir das jetzt im ersten Heimspiel haben wir das gut gezeigt, wie wir spielen können. Auch in Leverkusen, der Trainer hat es schon gesagt, war das ein Spiel, wo wir zumindest 1 Punkt hätten holen müssen. So wie der Gegner sich auch gezeigt hat, so wie wir das gemacht haben. So, und die logische Konsequenz wäre jetzt, dass wir jetzt nochmal zulegen und anknüpfend an das Lautern-Spiel eben so dominant sind, um dann eben auch Freiburg zu schlagen. Aber das wäre dann, ja, ich denke, ein ganz guter Start. Bei Werder Bremen und auch bei den Fans lagen viele Hoffnungen auf Neuzugang Mehmet Ekici. Der Ex-Nürnberger hatte aber Startschwierigkeiten an der Weser, auch weil er nicht die komplette Vorbereitung dabei war. Er war eben in einer Phase nicht dabei, die für uns wichtig war, und das merkt man. Er hat noch nicht so die Bindung, die er sicherlich erreichen kann. Und er hat noch nicht so die Klarheit, wenn bei uns vielleicht insgesamt eine größere Klarheit noch wäre, dann wäre es für ihn vielleicht auch etwas einfacher. Aber er muss sich dort sicherlich auch verbessern. Neubremer Alexander Ignjovski gab im Testspiel gegen St. Pauli sein Debüt. Der hat auf 2 Positionen agiert und hat damit eben auch aufgezeigt, dass er für viele Dinge bereit ist, dabei zu sein, und er hat ein gutes Spiel abgeliefert, und ich denke, dass ihm das so gelungen ist, zeigt ihm auch seine Qualität. Zu alter Qualität ist Werder Bremen noch nicht gelangt, aber vielleicht war der 5:4-Sieg gegen die Hamburger ein gutes Vorzeichen für das Spiel gegen Freiburg.